die ganz billigen Kompositionen, die man bilden kann. Erstmal die vertikale Verschiebung. Vertikale Verschiebung. Ich nehme eine Funktion und addiere da was zu. Also wenn Sie in das nette Koordinatensystem da irgendwas reinmalen, sage, das ist meine Funktion, dann kann ich mir auch angucken, was passiert, wenn ich zu meiner Funktion 1 dazu zähle. Das heißt natürlich an jeder Stelle 1 nach oben gehen. An jeder Stelle 1 nach oben. Und dann nach oben, 1 nach oben, 1 nach oben. Ich hoffe, das kriege ich so halbwegs hin. So würde das sein. Also wenn ich eine Funktion verkette mit Addition von 1, ist der Graph so, dass einfach der alte Graph insgesamt um 1 nach oben verschoben wird. Natürlich dasselbe, das Analoge, wenn Sie hier plus 7 rechnen oder minus 98 rechnen. Wenn Sie nachträglich was addieren, nachdem Sie die Funktionswellen haben oder subtrahieren, verschieben Sie die Kurve rauf oder runter. Das ist dann der Effekt dieser Komposition. Im Endeffekt verknüpfe ich diese Funktion, die 1 addiert, verkette ich die Funktion, die 1 addiert, mit meiner Originalfunktion f. Und der Effekt ist dann einfach nur so eine Verschiebung. Wenn ich multipliziere, achso, das wäre Lückentext Nummer 6, ja. Wenn ich multipliziere die vertikale Skalierung, Spreizung, wie wir es nennen, Streckung, vertikale Streckung, gegeben meine Originalfunktion, ich schreibe jetzt mal unschönerweise f von x, um klar zu machen, was ich dann nachher rechnen will, gegeben meine Originalfunktion, ich gucke mir an, was passiert, wenn ich immer das Doppelte nehme. Doppelte von 0 wird 0 werden, das Doppelte hiervon haben wir da, das Doppelte hiervon haben wir da, Doppelte hiervon 0 bleibt 0, das Doppelte hiervon haben wir da. Das heißt, jeder x-Wert wird verdoppelt. Und dann habe ich natürlich eine Streckung weg von der x-Achse. Jeder y-Wert, was habe ich gesagt? Jeder y-Wert wird verdoppelt. Dann habe ich natürlich eine Streckung weg von der x-Achse. Das sollte ich vielleicht mal in Rot machen, sonst kann man überhaupt nicht mehr erkennen, was da zusammengehört. So. So wäre das. Das wäre die Funktion 2 mal f von x. Also verkettet wird hier die Funktion, die verdoppelt, mit meiner Originalfunktion f. Und der Effekt ist, meine Originalfunktion von der x-Achse wegzustrecken. Wenn ich natürlich mit 1/2 multipliziere, hätte ich sie dran gestaucht, wenn Sie wollen, an die x-Achse, jeden y-Wert auf die Hälfte verkleinert. Allgemein, wenn ich beides auf einmal mache, wenn ich Folgendes rechne, ich möchte folgende Funktion, wie schreibe ich sie mal hin, nenne ich sie mal g, folgende Funktion, die abbildet y auf m mal y plus b. Schreibe ich jetzt y, weil es nachher y-Werte sind, ich könnte hier auch s oder Q oder X oder was auch immer schreiben. Ich finde es ganz nett, an dieser Stelle mal Y zu schreiben, weil ich nachher Ys da einsetze. Hauptsache links und rechts stehen dieselben. Diese Abbildungsvorschrift sagt ja nur, was ich links habe, bitte rechts auch wieder einsetzen. Wenn links 98 steht, rechts bitte auch die 98 einsetzen. Das Y ist nur Platzhalter, um zu sagen, auf beiden Seiten hier steht dasselbe. Wenn ich diese Funktion verkette mit meiner ursprünglichen Funktion g, in dieser Reihenfolge erst f ausrechnen und dann das Ergebnis in g einsetzen, dann heißt das ja für den Lückentext Nummer 8, auf was wird x abgebildet? Also was passiert, wenn ich die beiden hintereinander ausführe? Außen steht g, innen steht f, so rum.
also erst F und danach G. Außen steht G, das heißt, außen muss sowas stehen wie M mal irgendwas plus B und innen steht F, so muss es dann werden. Das wird passieren. Ich rechne erst F aus und dann gehe ich mit dem Ergebnis von F in meine Funktion G rein. Dieses F wird das Y da, da gehe ich in G rein und habe M mal F von X plus B. Das wäre die Verkettung so rum. In Aktion 9. Meine Originalfunktion. Ich schreibe tatsächlich mal F von X weiterhin. Eigentlich widerstrebt mir das. Eigentlich müsste ich hier F dran schreiben und nicht F von X, aber jetzt machen wir es mal ingenieurmäßig, dann ist klarer, wie der Rest gemeint ist. Wenn ich jetzt zweimal f von x mir angucke, das hatten wir eben schon, jeder Wert verdoppelt, immer y nehmen, verdoppeln, y nehmen, verdoppeln, y gleich 0, verdoppeln, wird wieder 0. Hier dieses y verdoppeln, dieses y verdoppeln, 0 verdoppeln, dieses y verdoppeln, dieses y verdoppeln und so weiter. Dann wird das, naja, sowas, sowas werden. So, das wäre das Doppelte. Und wenn ich dann noch eins dazu zähle, heißt das mit dieser roten Kurve, die ist dann ja fertig gebacken, zweimal f von x ist die rote Kurve, mit der roten Kurve noch eins nach oben gehen. An jedem x das y noch um 1 nach oben, in dieser Art. Überall um 1 nach oben, wird also, na, üben. Ist nicht ganz gelungen, ne? So und hier in der Form. Das wird dann zweimal die Originalfunktion plus 1 werden. Und natürlich allgemein klar, wenn da 93 Originalfunktion plus 42 steht, erst auf das 93-fache von der x-Achse wegstrecken und dann, was habe ich gesagt, plus 13? Keine Ahnung. Plus 13 wäre dann nochmal 13 nach oben und so weiter und so fort. Das sind die vertikalen Verschiebungen und Streckungen. Vertikale Streckungen kannten wir da und dann die vertikale Verschiebung und hier beides zusammen. Vertikal ist das relativ einfach. In der Horizontalen wird es jetzt eine Nummer ekliger, aber im Vertikalen sieht es relativ schlicht aus. Sie sehen, was für ein Faktor vor der Funktion davor steht und hinten wird noch verschoben. Ende und aus.